Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cuisine Noel. Heute zeige ich euch, wie ihr Hähnchen auf marokkanische Art und Weise zubereiten könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt doch einfach dran. Das sind alle Zutaten im Überblick, die wir für das Hähnchen benötigen. Wir benötigen zweimal Hähnchen, die habe ich vorher gründlich mit Essig gewaschen und dann mit Zitrone eingerieben, 5 Esslöffel passierte Tomaten, 150 ml Wasser, 80 ml Sonnenblumenöl, 40 ml Olivenöl, 75 Gramm Petersilie und Koriander, 100 Gramm Zwiebeln, ich habe hier rote und weiße. An Gewürzen habe ich etwas Safran, einen Teelöffel Korianderpulver, einen Esslöffel Ingwer-Kurkuma-Pfefferpulver, einen Teelöffel Paprikapulver, einen halben Esslöffel Salz und 2 Zehen Knoblauch. Bei einem marokkanischen Hähnchen dürfen natürlich die Mandeln, Rosinen und Eier nicht fehlen. Im allerersten Schritt geben wir alle Zutaten für die Marinade in die Schüssel, darunter das Olivenöl, das Sonnenblumenöl, die Zwiebeln, die Knoblauchzehen, das Salz, das Paprikapulver, das Ingwer-Kurkuma-Pfefferpulver und Safran. Sowie der Koriander und die Petersilie. Hier habe ich zunächst einige Schlücke Wasser hinzugegeben und das Ganze vermischt. Jetzt kommen noch 5 Esslöffel passierte Tomaten dazu. Das Ganze wird nochmal gut miteinander verrührt. Wie ihr sehen könnt, ist die Marinade ziemlich fest, deshalb habe ich noch etwas Wasser hinzugegeben. Dann ist die Marinade auch schon fertig. Anschließend kann das Hähnchen auch schon mariniert werden. Es ist wichtig, dass ihr das Hähnchen gut mariniert und alle Stellen mit der Marinade bedeckt. Wir geben gerne Marinade in das Fleisch hinein, sowohl unter die Haut als auch oben drüber. Dabei solltet ihr auch die Rückseite nicht vergessen. Das Hähnchen kann anschließend in eine Auflaufform gegeben werden. Die Auflaufform haben wir vorher mit Backpapier ausgelegt. Jetzt kommt das restliche Wasser in die Schüssel zu der übrig gebliebenen Marinade. Das Ganze wird kurz verrührt und ebenfalls in die Auflaufform gegeben. Die Hähnchen habe ich zunächst mit einem Backpapier abgedeckt und dann mit Alufolie. Die Hähnchen können nun erstmalig in den Ofen und zwar für eine Stunde bei 250 Grad Heißluft. Währenddessen können wir uns schon mal um die Mandeln kümmern, dazu geben wir sie in einen Topf und gießen sie mit heißem Wasser auf. Die Mandeln werden für 1 bis 2 Minuten im heißen Wasser gelassen, so lange bis sich die Schale löst. Anschließend werden die Mandeln in einen Sieb gegeben und von der Haut gelöst. Nach der einstündigen Backzeit wird die Alufolie und das Backpapier vom Hähnchen genommen. Im nächsten Schritt entnehmen wir die Soße aus der Auflaufform und geben sie in einen Extratopf. Dann könnt ihr euch ein Stück Margarine nehmen und das Hähnchen damit einreiben. Dadurch wird das Hähnchen außen knuspriger und nimmt später Farbe an. Die Hähnchen können nun in den Ofen gegeben werden für eine halbe Stunde bei 250 Grad Ober- und Unterhitze. Im nächsten Schritt werden die Mandeln frittiert. Dazu geben wir ausreichend Öl in eine Pfanne. Da hinein kommen die Mandeln. Die Mandeln werden für 1 bis 2 Minuten frittiert, bis sie goldbraun werden. Wenn sie soweit goldbraun geworden sind, werden sie aus dem Öl genommen. Die Rosinen werden in das noch heiße Öl gegeben. Der Herd kann dabei ausgeschaltet bleiben. Wenn die Rosinen nach circa einer Minute weich geworden sind, können sie auch schon wieder rausgenommen werden.
Sowohl die Mandeln als auch die Rosinen können zum Trocknen auf ein Stück Küchenpapier gegeben werden. Nach der 30-minütigen Backzeit werden die Hähnchen erneut aus dem Ofen genommen. Diesmal werden sie auf die andere Seite gedreht. Auch diese Seite wird mit Margarine eingerieben. Die Hähnchen können jetzt für weitere 30 Minuten bei 250 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen gegeben werden. Danach sind sie auch schon fertig. Wie ihr sehen könnt, ist das Fleisch schön goldbraun geworden. Die Soße wird jetzt erhitzt und kann dann zum Hähnchen in den Teller gegeben werden. Die Eier sowie die Mandeln und Rosinen werden ebenfalls dazu gegeben. Dann ist das Hähnchen auch schon fertig. Die Zubereitung an sich ist gar nicht so kompliziert, wenn man die ganze Backzeit beachtet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!